So, jetzt sind wir in der Siedlung der Farmer. Okay, dann mal wieder ein paar Kollegen. Wieder mal Metallschrott. Da hinten liegt einer was. Wahrscheinlich brauchen wir das ganze Zeug gar nicht, aber wie immer nehmen wir sie mit. Man kann ja nie wissen. Jetzt ist die Frage, pass auf. Industriekomplex. Nach links müssen wir da. Und dann werden wir mal dahinter schauen. So, sind wir da auf dem richtigen Weg. Was Pairings? Mutanten. Wollen wir mit denen reden? Ich wüsste eigentlich nicht warum. So, die Ocean, wo müssen wir denn hier jetzt? Was hinter uns? Da eine? Ach so, da mal. Ach, die haben uns was auseinander. Also Tender City und Mary. Und natürlich General Honor. Roy, good to see you going at it. We're going to have some work here. Why come here? What's so special at Greenhome? Apart from the mass grave, of course. My contacts informed me that the Technomancers opened a kind of work site here. I wanted to investigate further, but I was told from up top, right up top, that I should keep out of it. Obviously, that made me curious. We were only supposed to rebuild here. Nothing to interest the Technomancers. I want you to look around this special site. Tell me what it really is. I can't let them work here without knowing why. All right, I'll go look into it. So, haben wir ein paar Fragen, nicht, oder? I'm going. Later. Jetzt weiß ich nicht. Was war's denn, Sie? Doesn't it eat you up? Coming from you, I find the question kind of surprising. It's true. I've often killed for the general. And don't think I judge you for what you've done. I was just wondering how you felt about it. That's all. Pass auf. Ich dachte mal sagen, wir töten nur, um nicht selbst getötet zu werden. I try not to get too emotional about it. If I let those people live, they might be a threat to us in the future. Better to kill them right away and not have to worry about it later. Makes sense, of course. Thanks for explaining. Hängt das? Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Es ist natürlich die Frage, nehmen wir sie mit oder? Roy, I wanted to tell you. I'm sorry about the child. I know that he was like an apprentice for you. Ja, dann sagen wir, bedanken uns einmal. Thanks, Mary. That's nice of you. I was wondering, have you already come here to Greenhome? No, never. I heard about it, of course. The battles here were so big. Abundance didn't want to lose the place. It was such a key part of their strength. But that's all. I think I can tell you now. I was born here, in Shadow Lair. It didn't take long for the source to find me. I think you had already left. Or I was too young, and you were too old for us to be together. How did you end up in Abundance in that case? My master at the time had to go fight, of course. And he wanted to take me with him. The source didn't really agree, but he had a lot of influence. I found myself on a battlefield, and I was horribly afraid.
I think I panicked, and we were separated. Go on, I'm listening. I was so afraid, I fell into a trench. Some men from Abundance came towards me. They were laughing. I think they liked the look of me. And then their officer showed up. It was Sean. He seemed really strict. In fact, he was furious with his men. He helped me get up and kept me near him. I know that he had to fight to keep me. That's why he was sent from the front and ended up in Camp 19. Why not talk to me about it? I was afraid you'd abandon me to the source. Of course, there are good masters there, but there are also... Anyway, I often served them when I was very young. Listen, I'm sorry, Mary. I know some girls are abused, but... Anyway, it's over now. You're free of them. Genau, Olli, du bist ja frei. Was hatten sie eigentlich im Lager gemacht? How did you end up in Abundance in that case? My master at the time had to go fight, of course, and he wanted to take me with him. The source didn't really agree, but he had a lot of influence. I found myself on a battlefield, and I was horribly afraid. Moment, das haben wir doch schon gehört. In the end, you went through what lots of other soldiers went through too. You were just luckier. Let's get back to my other questions. You must have a virtue name. Mary's not your real name, is it? Right. I was called Mercy, but the name no longer means anything to me. Even if Sean used me, he helped me live again. He stopped me from going insane. He's the one who called me Mary. Just like the rags I'm wearing, I want to keep the name. I understand. I'm not gonna lecture you about changing your name. Let's get back to my other questions. I want to tell you something else. So, sonst haben wir keine Fragen. Ja, wir haben ein bisschen was über Mary erfahren, dass die in Shadowlair geboren ist und zuerst Mercy geheißen hat. Und dass höchstwahrscheinlich irgendwie von den Soldaten missbraucht worden ist oder so. Aber jetzt ist sie ja frei. Pass auf, wo müssen wir hin? Seltsame Arbeitsstelle. Zur Arbeitsstelle von den Technomanten. Wie kommen wir da hin? Moment mal. Da hinten rundum, oder? Sind wir da richtig? Zur Siedlung? Moment mal. Wir müssen doch zu den Technomanten, oder? Das heißt wahrscheinlich eher da oben. Moment, wo steht da? Technomanten Hauptquartier. Devotion, jetzt erst gleich mit sagen, was du drauf hast. Denn es stinkt noch Ärger. Hey, das erhöht das Denkvermögen. Rickard. Ich hoffe, die Devotion hat ein bisschen was drauf. Moment mal, Kollege. Scheiße. Ja. Und so schnell kann's gehen. Der scheiß Technomant geht mit seinen Stromschlägen. Und der Typ da, der Schütze. Yeah.
Und dann sind wir wieder dort. Scheißdreck. Jetzt werden sie aber schon lästig, oder, die Typen? Grütze, fix, verschwind! Das Schlimme ist eigentlich immer der Schütze da. Und ich sehe eigentlich gar nichts. Ich glaube, da oben ist ganz schlecht, oder? Da dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr auflaufen, weil da kommen wir nicht mehr davor. Scheißdreck, wie mache ich denn das? Die sind ja da zahlenmäßig überlegen. Und dann werden wir mal pausenlos beschossen, jetzt stehen wir da hinten. Dann kann er mich nicht mehr beschissen. Oh oh. Da wer kommt jetzt der Kasperl daher? Was möchte ich jetzt da? Wo sind die anderen? Scheißdreck, die sind alle hinter mir her. Ja, ich bin gerade auf der Flucht. Ja, der scheiß Technomant. Jetzt haben wir keine Heilungspakete mehr, sehe ich das richtig? Ich würde sagen, dass wir jetzt gleich das hinter uns haben. Ja, und jetzt haben wir es hinter uns. Alter, ich schaff das gar nicht. Jetzt muss ich dringend Heilungspakete erstellen. Weil sonst, glaube ich, schauen wir ganz schlecht aus. Und zwar gleich am besten einen ganzen Haufen. So, gleich nochmal den Scheißdreck. Nochmal speichern. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Waffen? Wir haben nur noch Granaten. Fallen haben wir auch noch. Und zwar auf der 6, das muss ich mir merken. Gut, auf ein neues. Wer da denn jetzt irgendwie hier hauen? Triff ich gar nicht. Das Blöde ist natürlich immer, dass sie immer alle auf mich kommen, gell? Die Drecksäcke, die. Scheißdreck. Bin schon wieder fast tot. Aber einen hat schon mal zerlegt. Das war der zweite. Der Technomantendrecksacke. Und Wickert.
Die scheiß Schützen. Oida. Wo ist denn eigentlich die Dummy gekommen? Die sehe ich gar nicht mehr. Die sind vielleicht... Jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen. Erledigt. So, jetzt haben wir gerade die zwei Schützen. Das Blöde ist, einer schießt und der andere lenkt uns ab, oder wie? Das kann doch aber abschmecken, Alter. Drecksäcke. Wo ist die Ocean? Ach, die liegt da hinten. Das faule Stück, das.